Was für ein herrlicher Tag! Guten Morgen, Frau Carbox! Ah, Fräulein Wildtank, Ihnen auch einen guten Morgen. Sind Sie hier, um Kuhmuhmilch auszuliefern? Man sieht Sie ja immer nur beim Arbeiten. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu meinen Kunden in Trubelstadt. Ihre Bestellung habe ich natürlich auch nicht vergessen, Frau Kramux. Oh, die Gute hat es wirklich nicht leicht, aber was will man machen? Na schön, dann schaue ich jetzt einfach mal auf dem Dorfplatz vorbei für die Morgengymnastik. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon, meine Freunde. Nanu, warum bleibt Fräulein Wildtank denn plötzlich stehen? Die Leute scheinen sich dort zu versammeln. Gibt es da vielleicht irgendwas gratis? Ach, ich ahne Böses. Du liebes Bisschen, was ist das denn? Was sind das für Zettel? Lesen Sie selbst. Ah, ein Ankündigungsschreiben. Sind das etwa die gleichen Ankündigungsschreiben wie... Oh oh, Kapitel 15, ein weiteres Ankündigungsschreiben. Ja, Leute, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. Heute geht's anscheinend weiter mit der Story und ja... Wir haben in der letzten Episode erfahren, wie das mit den Ankündigungsschreiben abläuft, dass der Jäger der legendären Pokémon, der die ganzen Pokémon versteinert, anscheinend Ankündigungsschreiben im Vorfeld ankündigt. Und das hat er anscheinend diesmal wieder gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich anscheinend in den letzten paar Sätzen erwähnt habe, aber anscheinend ziemlich oft. Spaß. Ein Ankündigungsschreiben! Und nicht nur eins, nur ein ganzer Haufen davon auf dem Stadtplatz! So ist es. Deden hat heute Morgen früh auf dem Weg hier ein Exemplar für uns mitgenommen. Deden, wenn ich bitten darf. Jawohl! Deden beginnt das Ankündigungsschreiben vorzulesen. Bekannt Gabe der nächsten Versteinerung! Das nächste Opfer steht fest! Dieses Mal wurde Entei vom Feuerberg auserwählt! Hiermit wird bekannt gegeben, dass Entei in Kürze besiegt und versteinert werden wird! Was? Reden wir über denselben Entei? Unmöglich! Versteinert? Dies wird sich auf dem Wasserkontinent am Cliff der Entscheidung zutragen. Zuschauer sind willkommen, aber nur auf eigene Gefahr. Anders ausgedrückt, Schaulustige müssen damit rechnen, selbst versteinert zu werden. Mehr steht da nicht. Oh oh. Das steht auf dem Schreiben, das am Schottberg herumlag. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Entei wirklich besiegt wird. Ey, irgendwie Lust mir das mal auf dem Berg, das mit einem Bergknabberzeug aus der Nähe anzuschauen. Tickst du noch ganz richtig? Hast du denn nicht gehört, was in dem Schreiben steht? Willst du etwa mitsamt deinem Knabberzeug versteinert werden? Also, Skopfe vermutet ja, dass dieses Schreiben nur ein dummer Streich ist. Wer weiß, ob Entei überhaupt dort auftauchen wird. Er wird dort sein, ganz sicher. Entei ist fest entschlossen herauszufinden, wer hinter diesen Versteinerungen steckt. Ich vermute, das war auch der Grund, weshalb er auf dem Wasserkontinent war. Solange nicht absolut sicher ist, dass dieses Schreiben nur ein Streich ist, wird er dort sein. Deden, wurde dieses Schreiben nur in Trubelstadt verteilt? Ich denke schon. Ich habe mich mal per Funk ein bisschen umgehört, aber auf den anderen Kontinenten hat niemand auch nur ein Wort darüber verloren. Ich schlage vor, wir überprüfen selbst, ob da der Sache was dran ist. Wenn das Schreiben echt ist, kommen wir so vielleicht dem Täter auf die Spur. Flunkiefer, Flapterix, Skoppel, Bamlin und ich werden uns das zu fünft ansehen. Entschuldigung, aber was ist mit uns? Ihr bleibt hier, das ist zu gefährlich für euch. Was? Aber so hilflos sind wir doch nun auch wieder nicht. Du könntest auch im Notfall im Kampf helfen. Ich hab doch recht, oder Regi? Wir wollen doch den anderen helfen. Eigentlich schon. Ach ja, mir war klar, dass ihr das sagen würdet. Sicher, ihr habt Entei ganz schön eingeheizt, aber damals wurde ihr auch von dieser mysteriösen Kraft beschützt. Wer weiß, ob euer Trick mit der Entwicklung in ähnliche Situationen nochmal klappt. Der Täter ist außerdem von einem ganz anderen Schlag als Entei. Diese Angelegenheit ist wirklich gefährlich, versteht ihr? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe den Ernst der Lage verstanden. Die Sache ist gefährlich, keine Frage. Aber ich kann auch nicht einfach nur tatenlos zusehen. Entei mag furchterregend sein, aber ich glaube nicht, dass er böse ist. Außerdem kann ich den Anblick einfach nicht vergessen. Den Anblick von Latios und Latias, nachdem sie zu Stein verwandelt wurden. Ja, das war schon traurig. Pokémon, die zu Stein versteinert wurden. Das haben die nicht verdient. Das hat etwas in mir verändert. Ich kann nur schwer in Worte fassen, aber der Täter will wieder zuschlagen. Will weitere unschuldige Pokémon versteinern. Der bloße Gedanke daran. Das kann ich nicht verantworten. Ich muss etwas tun. Ich kann aber nicht tatenlos zusehen, wie weitere Pokémon dieses Schicksal ereilt. Ich verstehe dich. Ich habe Latias und Latios auch gesehen, nachdem sie versteinert wurden. Mir geht's genau wie dir. Teamleiter, ich muss mich für die beiden einsetzen. Gib dir einen Ruck und lass sie mitkommen. Ich weiß, es wird gefährlich, aber wenn es hart auf hart kommt, beschütze ich sie. Flapterix! Na schön. So soll das heißen? Buzzy und Regi, ihr dürft mitkommen. Aber statt Flapterix wird Flunky für euch beschützen. Und Skoppel wird dir dabei helfen. Einverstanden, Flapterix? Ja,
Flunkyfer ist viel stärker und erfahrener als ich. Sie eignet sich besser als Bodyguard. Skoppel ist außerdem besser mit dem Cliff der Entscheidung vertraut als ich. Dann kommen wir jetzt zur Teamaufteilung. Team 1 setzt sich aus Flapdrix, Babylon und mir zusammen. Team 2 besteht aus Skoppel, Regi, Buzzy und Flunkyfer. Jedes Team wird sich über eine andere Route zur Spitze des Cliffs vorarbeiten. Buzzy, ich erwarte, dass ihr alle Befehle von Flunkyfer genauestens befolgt. Versprecht ihr mir das? In Ordnung. Danke, Ampharos. Jirachi, Deden und Flauschling, ihr bewacht das Hauptquartier. In Ordnung. Nichts leichter als das. Geht klar. Während ihr weg seid, verputze ich alle vor... ich meine natürlich, während ihr weg seid, zaubere ich euch ein leckeres Abendessen. Alles klar, Freunde. Lasst uns aufbrechen. Auf zum Cliff der Entscheidung. Jawohl. Oh oh, also... Das wird wohl ein sehr storyrelevanter Kampf. Ihr werdet sicher noch einige Vorbereitungen treffen. Lasst uns einen Treffpunkt festlegen. Regi, sobald ihr bereit seid, kommt bitte zum Stadttor von Trubelstadt. Skoppel ist schon ganz aufgeregt. Bis später. Ah, das kann ja was werden. Komm, Regi, bereiten wir uns auf den Dungeon vor. Okay, Kapitel 15, Leute. Das verspricht auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut zu werden. Und vor allen Dingen spannend, was die Story angeht. Ich würde mich euch gerne anschließen, doch ich habe noch dringende Arbeit zu erledigen. Passt bitte gut auf euch auf und kommt gesund wieder. Ja, du musst aber schauen, warum die Sonne so stark scheint, nehme ich an, oder? Das wird der Grund sein. Also meine Vermutung ist immer noch, es hat irgendwas mit Groudon zu tun. Das steht, glaube ich, soweit fest. Gibt's noch so ein Pokémon, das mit der Sonne zu tun haben könnte? Ich überlege gerade. Also spontan fällt mir da leider so ziemlich gar keins ein. Müssen zum Cliff da Eieiei, dann gebe ich wollte doch nur meinen Lohn abholen, Bro. Was soll denn das? Ah, okay, dann müssen wir halt bei Kekkeon im Laden vorbeischauen. Hat Kekkeon Persim? Schütz vor Konversion, das ist auch nicht schlecht. Haben wir noch gar nicht. Okay, ich habe mir auf jeden Fall noch eine Sinnelbeere. Ich meine 25 Poké-Dollar, das ist gar nichts, das ist mir egal. Da kann ich gerne mal Geld von der Sinnelbeere da lassen. Und dann müssen wir uns jetzt erstmal auf den Dungeon vorbereiten. Moment. Ich muss natürlich noch hier ein paar Items verkaufen. Ich frage mich, was das Cliff der Entscheidung nennt sich der Ort, oder? Cliff der Entscheidung. Ich vermute mal, auf dem Cliff der Entscheidung dürfte es... Ah, was für Pokémon geben? Ich überlege gerade. Was könnte es da noch für Dingens geben? Ich schaue gerade. Gesteins-Pokémon? Ich glaube, Gesteins-Pokémon wären da auf jeden Fall eine Alternative, die sich dort befinden könnten. So, Elixier. Auf jeden Fall. Sinelbeeren. Ja, ich nehme mal drei Stück mit. Maronbeere kann rein. Samen geht rein. Redux-Orb brauchen wir nicht. Die Zweige sind alle OP, die nehmen wir. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen will? Vielleicht noch zur Sicherheit ein Belebersamen. Ja, Belebersamen nehme ich auf jeden Fall noch mit. Also einen. Einer reicht. Und ich habe halt noch Protein und Calcium. Die kann ich dann meinem Teamleiter geben, also meinem Proxy, aka mir. Was habe ich für TMs? Leider nichts, was wirklich brauchbar ist, glaube ich. Aber ich könnte noch einen Schlaforb just in case mitnehmen. Habe ich jetzt die ganzen anderen auch mitgenommen? Ja, habe ich auch. Okay, perfekt. Und ich glaube, so weit sind wir dann, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Auf geht's zum Dungeon! Wait, bevor wir loslegen, natürlich erstmal vorher noch das Spiel saven, weil seit der eigenen Erfahrung mit Turtok weiß ich, dass ich in solchen Situationen auf jeden Fall das Spiel speichern möchte, weil ich ja vom nächsten Speicherpunkt dann aus weitermache. Okay, vergiss nicht eine Pause einzulenken, ist in Ordnung, Game. So, wir gehen jetzt zum Cliff der Entscheidung. Was wird uns dort noch erwarten? Cliff der Entscheidung E1. Okay. Mobile. Okay, ich sehe hier gerade ganz viele Gesteins-Pokémon. Ich meine, klar, es ist ein Cliff. Aber ist trotzdem interessant und aufschlussreich, meiner Meinung nach. Okay. Leider sind die Palie zersplittert, die wir hätten gebrauchen können. Und hier gibt es Voluminas. Das mit Eisenabwehr ist nicht so gut. Ich würde das auf jeden Fall aus dem Game nehmen. Deswegen gibt es jetzt erstmal einen Georock-Brock. Vielleicht bewegt sich das ja mal in unsere... Ach, das war ein Mobile. Ah, ich wollte schon sagen, das ist ein Mobile gewesen. Ich hatte echt schon das Schlimmste erwartet. So, jetzt gibt es noch die Aquawelle. Und einen Schädel. Super. Und ich kann mir jetzt selber erstmal mal meine Anabolika geben. Nee, natürlich nicht die Anabolika, aber hier. Meine.
Ha, wie nennt man die? Ich suche gerade den passenden Begriff dafür. Mein Dopingzeug. Genau, mein Dopingzeug kann ich hier benutzen. Kalzium gibt plus 1. Sogar plus 2. Interessant. Das heißt, ich habe jetzt plus 4 Spezialangriff und plus 2 Angriff bekommen. Das ist ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass ich pro Level Up einen Angriff bekommen habe bis jetzt. Manchmal 2. Definitely not bad. Und oh oh. Leute, ich meine, ich find's ja nicht schlecht, dass ihr auch mal auf eigene Faust loszieht, ne? Aber. Ja, vielleicht. Ich hasse diese Angriffe. Ich hasse diese Angriffe, die dann einfach mal dreimal hintereinander angreifen. Das ist so. Da! Unfair trifft es, glaube ich, ganz gut. Unfair ist der passende Begriff hier. Okay, erstmal gibt es den Eistrahl. Ah! Das ist. Ich weiß nicht. Es ärgert mich, wenn ich ehrlich bin, wirklich. Diese Angriffe sind teilweise echt ziemlich broken. Der Aero ist aber auch gestuft, das ist super. Eistrahl, maybe? Okay. Erinnert mich an den Ort, an dem wir letztens waren. In der letzten Episode sogar noch. Mit Welser, ne? Okay. Ah, jetzt habe ich einen Belebersamen für so ein verkacktes Sedimanto verloren. Mann, wie viele habe ich denn noch? Ich habe noch 2, ne? Das wird auf jeden Fall noch tough. Okay, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich habe noch Elixier genug. Das heißt, Ackerwelle und go. Nochmal Ackerwelle. Ja, dann halt nicht. Wir auf den Schlecker. Stecker mag auf dem ersten Blick eigentlich voll unnötig erscheinen, aber ich finde Stecker richtig gut, wenn ich mal so sagen darf. Ich habe noch gar keinen Sipal eingesteckt, ne? So, Ice Beam. Followed by Aeros. Pluspunktflug, hau rein. So viele Pokémon. Ist doch gut. Ist auch ein Stecker? Okay, perfekt. Okay, ich dachte schon, das macht jetzt wieder Felswurf. Ne? Felswurf ist so, Bro. Mann, du musst auch treffen, Bro. Flunkiefer, mach du das mal. Ich hab keinen Bock auf diese Sedimanto. Das kann Flunkiefer erledigen. Komm, wir supporten Flunkiefer von hinten. Geht doch. Lange jetzt nicht ganz. Wie gesagt, ich sag dazu gar nichts mehr. Das ist unglaublich. Die haben alle Prioritätsattacken. Die haben alle komische cheap Moves. Das ist unglaublich. So, ist das Belebersamen? Yes! Mini Belebersamen. I like that. Georockbox haben wir jetzt auch wieder ein paar. Auf geht's. Nächste Ebene. Here we go. Ich habe auch mal gegen normale Gegner des Öfteren mal hier diese coolen, krassen Moves benutzen, ne? So, Ackerwelle. Ich meine, ich kann auch snipen, ne? Ist ja nicht so, als ob nur ihr das könnt. Ich kann das auch mit dem Snipen. Bam! Ich habe auch ganz, ganz. Das war ein Duplex-Hieb. Das ist schon brutal. Ich finde aber, es ist schon ein ganz guter Nerf, dass diese Multi-Hit. Das sind so cheape Angriffe, ohne Witz, Leute. Das sind so verkackte, cheape Angriffe. Das ist immer noch unbalanced. Man muss sich mal vorstellen, die treffen nur 2 bis 3 Mal. Früher haben die öfter getroffen. Das ist so broken. Fun and Interactive, sag ich da nur. Jetzt habe ich wieder nur 2 Belebersamen. Da fühle ich mich so unsicher mit 2. Oh, Sipale, perfekt. Die Grünen sind in der Regel immer so für Status, habe ich das Gefühl. Ich hätte eigentlich den Blauen nehmen müssen und nicht den. Na egal. Okay, es sind schon auf E5. Cliff der Entscheidung. Wie weit geht's denn hier vor? Schaufler, okay, das ist super. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall, dass sie ein bisschen Qual haben. Komm, den schiebe ich weg. Ja, I don't care, ich will, dass sie Qual haben, Mann. Das ist das Wichtige. Einschüchterer, perfekt. Den nehme ich gerne. Auch rein, Nobai. Ja. Leute, könnt ihr mal bitte aufhören, die Items hier einzusammeln? Ich meine, schön und gut, aber. Die brauchen wir doch nicht. Kriegst du es hin? Ja, du kriegst es hin, aber du hast kein AP mehr. Ah, vielleicht benutze ich. Sag mal, Skoppel. Bist du des Wahnsinns? Ah, geht doch. Ich muss den die ganze Zeit wieder einsammeln. Bärenkräfte? Schutz plus. Nehmen wir gerne. Oh,
Ich muss Basis supporten, das Ding kann Steinwurf. Ist so, ich kann einen Brown nicht hängen lassen. So, was ist jetzt hier auf dem Boden? Auf dem Boden ist Status Ansteckung. Machen wir mal drauf. So, dann gehe ich mal wieder hier rein. Ich wusste es, da ist irgendwas falsch. Ha! Da ist irgendwas falsch. Das habe ich ja. Wait, wechseln. Wait, wie? Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert, aber jetzt habe ich es drauf. Ja, Basis Damage war so low, deswegen hat mich das ein bisschen verwundert. Dann kann ich, glaube ich, sogar nochmal ein Elixier benutzen. Ja, warum nicht? Ich meine, Elixier ist da, um getrunken zu werden, deswegen, Basi, gönn dir mal wieder ein bisschen Funkenflug, Bro. So, E6. Weiter geht's im Text und, das ist aber eine Menge. Vor allem, wenn noch eine Sehne wäre, da sage ich nicht an. Guck mal, guckt euch das mal an. Schon macht Blut auf einmal 10 Damage mehr. Also, ich finde das persönlich jetzt ziemlich krass. Einem Schlag. Erdanziehung. Ach, das Ding ist da hinten. Ich snipe das jetzt weg. Ich habe genug Geo-Rock-Box. So. Ich meine, das ist so, so frei nach dem Motto, ja, du machst damit eh kaum Damage, ne? Aber ich glaube, 5 Geo-Rock-Box reichen schon aus, um so ein Ding wegzuhauen. Und das ist ziemlich safe. So, ich glaube, jetzt ein noch Geo-Rock-Box noch, dann müsste das raus sein. Ja, Voraussetzung ist natürlich, dass man trifft. Aber... Ja, es ist okay. Ich ärgere mich darüber einfach nicht. Ah, ein Sipal. Und es ist Statusansteckung. Kriegt Basi. Aber Flunkiefer ist echt stark. Also nachdem ich den Eisenschädel und Feenriesenschaden gesehen habe, weiß ich, Flunkiefer hat hier echt eine Menge drauf. Ist am Schlafen? Schläft. Wie wird das nochmal schlafen? Mit Pokémon wecken wir nicht auf. Das ist ganz gut. Das habe ich damals schon bei Pyroleo gemerkt. Okay, nice. Na, das ist nicht nice. Vor allem, dass ich nur Scorpion hinter mir habe als Supporter. Ich muss jetzt aufpassen. Ich habe keinen Funkenflug-AP mehr. Was ist das? So, direkt plus. I like that. Top Elixier. Nice. Wird direkt getrunken. Kikli, oh Gott. Nee, das traue ich mich nicht. Kikli ist, glaube ich, doch noch eine Nummer zu krass. Vor allem, es schläft. Und das ist das erste Kikli, was wir gesehen haben. Da will ich jetzt nichts falsch machen. Lahmfalle. Definitely not good, diese Lahmfalle. Ja, wir machen wieder die Geo-Rock-Taktik. Also, wenn ich jetzt getroffen hätte, wäre es ganz gut gewesen, ne? Erholung. What? Warum Erholung, Digga? Ist ja voll schlecht, der Buffy in dem Spiel. So, Effekt Plus kriegt Buzzy. Vielleicht kann der damit jetzt Pokémon mit Blut verbrennen oder so. Ich weiß nicht. Eisstrahl. Eisstrahl ist echt stark. Eisstrahl trifft ziemlich oft im Vergleich zur Aquawelle. Macht sehr guten Schaden, hat aber halt nur ein bisschen wenig AP. Aber sowas wie die, hier wie Brava oder so, das wird natürlich eingefroren. Oh Gott. Was ist eingefroren? Ist halt kein Schaden. Eingefrorene Pokémon erleiden keinen Schaden. Ja gut, das macht es natürlich ein bisschen balanced. Man stellt euch mal vor, wir sind eingefroren. Dann würde ich jetzt rumheulen von wegen... voll unbalanced, Gemeinheit. Ich bin immer noch zum Sandstuhl gefangen. Das ist ja wie Brava tot ist. Wow. Das ist mir noch... Mehr Erfahrungspunkte. Das nehme ich gerne rein. Dafür kann ich dann... Aber wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich meine, ich benutze das in der Regel kaum, ne? Aber ich kann doch. Den Richtungsschweiß benutzen. Oh, okay. Seht ihr, so einfach kann es gehen. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wo sich das befindet. Ja. Boys, könnt ihr das mal bitte hinkriegen? Dankeschön. Geht doch. Okay. Sinelbeere, die nehme ich natürlich direkt mit oder beziehungsweise esse die sogar. 10 KP mehr ist immer ziemlich gut. So, neuer Sipal.
Das ist auch soweit in Ordnung. Und Richtung Zweig sei Dank, wissen wir, wo die Treppe sich befindet. So, weiter geht's auf E9. Oh, das ist echt ein tiefer Dungeon. Hier geht's echt tief rein. Aber hier befindet sich ja zum Glück die Treppe genau auf der Ebene, in der wir hier auch reingekommen sind. So, was ist das für ein Pokémon, was ist uns jetzt entgegen... Ja, Support von Bossy, das heißt, ich traue mir das sogar zu. Eisenabwehr, perfekt. Ein Zug, in den du nichts machst, du Lappen. Markerwelle von Glut. Ja, super. Gut, mal wieder gemisst. Paralysiert. Yo, ich habe keine Ahnung, warum ich überhaupt das benutzt habe, aber es ist okay. Und Funk hat wieder keine AP mehr. Ah, come on, Bro. Okay. Kann Flunkiefer da auch noch mithelfen. Flunkiefer ist, wie gesagt, ziemlich stark. Einfach wegen... Ich glaube, das ist auch wegen der Ability Kraftkoloss. Weil, ne, wir haben ja festgestellt, wie Kraftkoloss funktioniert, als wir Azuma drin im Team hatten. So stark... Na gut, ich sag dazu mal nichts. Okay, Scanner. Wer zeigt den Ringelschmuck dem Träger der Fundorte aller Items? Okay. Warum nicht? Kann, glaube ich, nicht schaden. Und Morbile kann jetzt hier erstmal wieder richtig ausrasten. Viel Spaß dabei. Starkes Pokémon. Einfach nur starkes Pokémon. Alter, was sind das denn für Simpale hier? Schlummerschutz. Pokémon kann wahrscheinlich nicht schlafen geschickt werden. Klingt ziemlich gut. Wow, wow, wow. Ein goldener Spezialangriffsringel. Eistrahl? Nice. Okay. Also ich frage mich ja echt noch, wie lange dieser Dungeon geht. So, 20 Magen noch. Kommen wir damit vielleicht sogar noch durch? Das sind echt ultra viele Gesteins-Pokémon hier. Hubträne. Ich wurde nicht... Oh, okay, ich wurde nicht gefasst. Nochmal Glut. Also lass doch mal deine Trugtränen hier bleiben. Aber ich krieg ein Level Up. Oh, das wird auch mal wieder Zeit, ne? Und eine neue Attacke. Kanon. Ich möchte leider stärker, wenn der Anwender... Nee, ich bin mit meinem jetzigen Goku zufrieden. Ich kann aber mal so ein Kanon-Team bauen. Und anderen Pokémon, die auch noch Kanon haben, wisst ihr? Dann mache ich Pokémon-Erkundungsteam Kanon. Und Basi erreicht auch noch Level, und zwar direkt Level 22. Ja, Basi ist uns um einiges voraus. Plus Schweiß-Spezialangriff. Holy shit. Okay, da ist nichts. Da ist die Treppe, perfekt. Ah, Mobile. Mobile, Mobile, Mobile. Kombinationsangriff, maybe? Nee. Ich hau das Ding einfach tot. Ich hau das Ding tot! So, rein. Und auf zu E11. Und es geht noch weiter! Was ist das denn? Das ist ein ultra langer Dungeon. Und da hinten ist ein ultra... großer Raum. Rundumschutz. Ah, da ist ein Kikli. Holy shit, das ist nicht gut. Ich mach trotzdem meine Geo-Rock-Taktik. Das passt. Ist eingeschlafen. Oh, oh. Meditation. Ja, aber da oben ist Flunkiefer, deswegen mache ich mir da nicht so große Sorgen. Jetzt ist Flunkiefer jetzt nicht mehr da. Das ist nicht ganz so nett. Aeroas, maybe? Okay, Kiki scheint doch nicht so OP zu sein. Ich habe jetzt das Schlimmste erwartet, aber das war ja noch ganz okay. Warps haben. Ja, jetzt kriege ich diese Palle nicht. Oder? Doch, den kriege ich noch. Ja, Flunkiefer, das nicht vergiftet werden kann, das ist natürlich sehr schlau gemacht von mir, aber... Ich will eigentlich noch den Dungeon verlassen, wenn ich ehrlich bin. Ich dass ich will jetzt endlich an den Ende, ans Ende vom Dungeon kommen. So, der erste Apfel. Nach Ebenen. Ich hab quasi das... Basi sollte das schaffen. Okay, kommt Basi jetzt auch automatisch nach unten? Warum geht Basi jetzt da oben lang? Das ist... Es ergibt in meinen Augen einfach keinen Sinn. Aber wir gehen jetzt parallel mit Basi. Okay, okay. Oh, shit. Ah, nein, jetzt verliert... Mann, das ist doch scheiße, sowas! Oh, Gott! Kotzt mich das an, Mann! Warum ist der denn jetzt überhaupt da? Normalerweise folgt ihr uns doch die ganze Zeit. Ach, come on. Weg von hier.
Und wenn jetzt eingekesselt wird, ist quasi weg und dann haben wir den Salat. Ja, toll, war ich glaube ich tot. Warte, Basi ist jetzt kampfunfähig, ne? Wie war das jetzt, wenn er kampfunfähig ist? Ich kann ihn doch jetzt so wiederbeleben, oder? Oder? Kann ich ihn jetzt nicht so wiederbeleben? War da nicht was? Oder geht das dann nur bei Rettungs... Ja. Das ist so einer der Gründe, warum Mystery Dungeon mir manchmal echt auf den Sack geht, Leute, ne? Solche Situationen kommen dann halt zustande. Weil die KI einfach zu blöd ist, dir zu folgen. Und dann sitzt du da. Und dein Pokémon ist tot. Wow. Das war jetzt sehr spaßig, weil ich da auf jeden Fall auch was gegen machen konnte. Spaß jetzt wenigstens auf der nächsten Ebene? Nee, aber wir sind am Ende. Oh, geht doch. Mann, da wäre ich jetzt aber echt sauer gewesen, wenn ich den jetzt quasi nicht im Bosskampf oder so benutzen kann. So kommt das Gefühl, dass es bis zur Spitze nicht mehr weit sein kann. Oh, dort ist ein Weg. Sehr gut, auf geht's. In der Tat, es wird kein Zweifel. Am Ende dieses Weges wartet die Spitze. Lass uns keine Zeit verlieren. Oh, Rabigator. Wer ist da? Oh oh. Was macht denn Rabigator da? Hey, stehen geblieben! War das gerade nicht Rabigator? Rabigator? Etwa der aus Trubelstadt? Ja. Was hat der denn hier verloren? Das ist irgendwie was im Busch. Wollen wir uns ihn an seine Fersen heften? Nein, zuerst bin ich zur Spitze. Nanu, was ist denn das? Was hat denn der fallen lassen? Ha, eine Steinstaffel. Die muss wohl Rabigator verloren haben. Da sind Fußabdrücke. Da sind an Fußabdrücke erinnernde Schriftzeichen eingemeißelt. Das scheinen mir vorzeitliche Schriftzeichen zu sein. Hey, Flugiver, was ist? Entschuldigung, ich bin sofort bei euch. Ja, erstmal mitnehmen, ne? Und dann zu lesen, was da los ist. Ah, so langsam sich ja verdichtet sich die Story. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Weil ich wissen will, jetzt an der Spitze abgeht. Und das wäre ja jetzt auch ein sehr, sehr fieser Cliffhanger euch gegenüber. Und das möchte ich absolut vermeiden. Das ist also die Spitze des Cliff der Entscheidung? Psst, nicht so laut. Oh, Entschuldigung. Ob Ente und wer auch immer dahinter steckt schon da sind? Ich weiß es nicht. Lass erstmal die Lage auskundschaften. Wenn man uns so tappt, wird es ungemütlich. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein. Sucht im Schatten der Felsen Schutz und wirkt euch ganz vorsichtig vorwärts. Metal Gear Solid. Das ist irgendwie lustig. Oh, Etherwood. Oh oh. Ah! Was hast du denn? Was? Enter wurde schon versteinert. Oh Gott. Einzusteifen war das vorgebaut. Hat sich dabei etwa um Entei? Ja, ohne Zweifel. Aber wie kann das sein? Ich meine, wir sprechen hier von Entei. Den Kampf gegen den Übeltäter hat er wohl verloren. Es hat nicht den Anschein, als sei noch jemand hier. Der Schuft, der das Entei angetan hat, ist wohl schon über alle Berge. Fiep, fiep, fiep. Oh, oh, unsere Forscher-Gadgets. Alle hier haben hier Forscher-Gadgets. Alle haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Kann mich jemand hören? Das ist der Dan-Stimme. Ein Glück, dass ich euch erreiche. Wie ist die Lage bei euch? Der Dan, kannst du mich hören? Hier spricht Flunkiefer. Also. Ich verstehe. Ente also auch. Ja, wir kamen leider zu spät. Der Dan, was mit dem Teamleiter und den anderen? Ah, Skoppel, gut dich zu hören. Als ich ihn eben angefunkt habe, sagte er, er würde sich der Spitze nähern. Er sollte in wenigen Augenblicken bei euch eintreffen, schätze ich. Und da bin ich auch schon. Vielen Dank für eure gute Arbeit, meine Lieben. Ihr konntet eure Unterhaltung mit der denn ebenfalls empfangen. Ich konnte sie ebenfalls empfangen. Deshalb glaube ich, über die Vorgänge im Großen und Ganzen im Bilde zu sein. Wir haben es offenbar nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ach ja, wirklich bedauerlich. Das liegt daran, dass du dich unterwegs ständig verlaufen hast. Sag doch nicht sowas, du Dummerchen. Wie stehe ich denn jetzt da? Aber egal. Wenn selbst ein so starkes Pokémon wie Entei versteinert werden konnte, haben wir es wohl mit einem unglaublich starken Gegner zu tun. Das wird mit Sicherheit kein Kinderspiel. Aber lass uns die Einzelheiten besprechen, wenn wir wieder zurück in Trubelstadt sind. Das klingt nach einem Plan.
Und damit haben wir wohl Kapitel 15 auch beendet. Ravigator! Ja, er hielt sich im Schatten der Felsen, da an der Spitze des Cliffs versteckt. Skoppel befahl ihm, stehen zu bleiben, doch er machte sich einfach aus dem Staub. Der Gauner führt etwas ganz schnell etwas im Schilde. Ich glaube, ich hab's! Ravigator ist der Übeltäter, keine Zweifel! Wenn es euch gelingt, ihn dingfest zu machen, wird der Fall geklärt! Und dann können wir endlich wieder in aller Seenrunde unsere Mahlzeiten einnehmen! Ja, klingt so leicht, ne, irgendwie? Als ob irgendjemand jemals seinen gesunden Appetit beeinträchtigen würde, Flauschling. Ravigator ist in der Tat sehr stark. Sein Ruf kommt schließlich nicht von ungefähr. Er hat aber bestimmt keine Skrupel, Pokémon zu Stein zu verwandeln. Doch, verfügt er wirklich über die Fähigkeit, etwas derart Schreckliches durchzuführen? Davon ist mir bis jetzt gar noch nicht zu Ohren gekommen. Denn wäre er dazu in der Lage, hätte er gewiss schon weitaus Schlimmeres angestellt. Und was, wenn er sich einfach nur schämt, seine Kräfte vor anderen einzusetzen? Das hindert aber auch nichts daran, dass Ravigator ein sehr zwielichtiger Typ ist. So viel steht fest. Das könnt ihr mir glauben, schließlich bin ich ein Genie. Ampharos! Ob Ravigator hinter all dem steckt, weiß ich selbst leider nicht. Aber davon abgesehen, nachdem er getürmt war, habe ich den Boden einer Steintafel entdeckt. Oder auf dem Boden eine Steintafel entdeckt. Eine Steintafel? Und darin waren vorzeitig Schriftzeichen in Form von Fußabdrücken eingemeißelt. Ich würde mich gerne zurückziehen, um sie eingehend zu studieren. Vielleicht liefern sie uns ja einen Anhaltspunkt oder Anhaltspunkte, die zur Lösung der Vorfälle beitragen könnten. Ha, ich verstehe. Gut, dann will ich dir die Entzifferung der Schriftzeichen überlassen, Flunkiefer. Wir sollten außerdem zusehen, dass wir uns an Ravigators Fersen heften. Bamelin und Frapterix, könntet ihr euch morgen darum kümmern? Kein Problem! Klar doch! Ihr anderen geht bitte wie gewohnt eurer Arbeit nach, okay? Gut, das war's auch schon. Das klingt nach einem Plan. Aber wisst ihr was, Leute? Wir sind am Ende der Episode angekommen. Entei wurde leider zu Stein verwandelt und wir wissen immer noch nicht, was abgeht. Aber es scheint auf jeden Fall echt interessant zu werden so langsam. Wir nähern uns wahrscheinlich sogar schon dem Finale, würde ich sagen. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Es würde mich freuen und supporten. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Episode morgen wieder von Pokémon Super Mystery Dungeon. Und bis dahin, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Rigi.